Wenn wir jetzt da das Ding da drauflegen. Gut, dann könnten wir jetzt quasi auch die Aktion wieder super waghalsig starten. Oder wir könnten auch ein auf feiges Huhn machen. Aua. Und dann mal hier hinter. So, ich muss hier einfach umwerfen. Ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Das ist Wie schön. klein die Welt doch ist. So, jetzt mal gucken, wie schwer die nächste Challenge ist, Nach quasi. dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts, nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Ich weiß gar nicht, wen ich überhaupt kenne. Das kann da durchschießen, alles klar. Ich kann aber nicht dahin gehen. So. Wenn wir hier drauf gehen, dann kommt ein Laser. Und ich habe so die Vermutung, was wir damit machen. Eins. Ah, erste Sahne. So. Jetzt tun wir das Ding da drauf. Können hier durch die Scheibe schießen. Das wundert mich ein wenig. Wir können ja auch nicht durchgehen. Also wir können jetzt zwar jetzt hier drauf und dann geht höchstwahrscheinlich im Moment das Ding auf und wir können hier rumgehen, aber warum kann der Laser durch die Scheibe? Ich weiß es nicht. Oha. Jetzt fängt es auch noch an zu singen. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. So, das sieht mal wieder sehr kompakt aus. So, mal gucken. Okay, den kriegen wir. Warte, den müssten wir da runterkriegen. Jo, das geht schon mal. Okay. Okay, dann wird das Ding runtergelassen. Ding, wenn das Ding da ist, dann wird es runtergelassen. Und da, okay.
Dann will ich doch denken, dass wir hier oben hingehen. Vielleicht noch ein wenig. Nein. Ein wenig nach da. Nee. Oder hier noch ein bisschen. Nee, das wäre zu hoch. Ah, muss schon da. Muss schon da sein, okay. Dass wir hier drunter sind. Ich glaube zwar kaum, dass das irgendwie funktioniert. Aber ein Versuch ist es wert. Ach nee, ach nee, ach nee. Wir müssen ja erst blockieren. Nee, warte, 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 warte. Komm noch mal runter. So. Das heißt, wir müssen erst blockieren und dann, also wir müssten quasi dieses Ding hier irgendwie wegkriegen. Das geht ja nicht, da wir hier ja eine Quelle haben, die wir ja nicht wegmachen können. Das wiederum heißt, das wiederum heißt, dass ich irgendwie gerade ein bisschen zu blöd bin. I have an idea. Und zwar, die Idee ist, dass wir quasi, komm her, hier hingehen, genau, und dann woanders hinschießen. Also, dass wir hier hoch, hier drauf gehen und dann einfach mal hier irgendwo hinschießen. Zack. Ich wette, du denkst, ich habe deine Überraschung vergessen. Falsch. Wir gehen direkt darauf zu. Nach all den Jahren. Bei dem Gedanken kommen mir die Tränen. Und was wir als Überraschung erleben, was für eine Überraschung auf uns zukommen wird, das und viel mehr sehen wir in der nächsten Folge. Oder je nachdem, in der nächsten, in dem nächsten Cut. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und seid dabei, wenn es wieder heißt, wir spielen Portal 2.